Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich den Tino Red 4+1 Gasgrill. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Der Tino Red 4+1 ist der Nachfolger und die Weiterentwicklung des Tino 4+1 Pro. Der Barbecue besitzt einige neue Features wie beispielsweise den integrierten Gasflaschenhalter, ein neues Design der Drehknöpfe, verbesserte Edelstahlbrenner, eine angenehmere Arbeitshöhe und einen praktischen Flaschenöffner. Dieser Gasgrill überzeugt mit schönem Design und hochwertiger Qualität. Ein feiner und mobiler Standgrill, auf dem das Grillen bei jedem Barbecue Freude bereitet. Die vier Hauptbrenner heizen die Grillroste schnell und gleichmäßig auf. Dank des Seitenbrenners lassen sich Soßen, Beilagen und weitere Gerichte aufwärmen und warm halten. Der doppelwandige Deckel lässt kaum Hitze entweichen. Die zwei Grillroste sind emailliert und somit leicht zu reinigen. Das ausgeklügelte Fettsammelsystem garantiert durch seine Trichterform ein problemloses Abtropfen und Sauberkeit. Der Warmhalteroster ermöglicht es Ihnen, schon fertiges Grillgut spielend leicht abzulegen und unterstützt Sie in der Zubereitung. Die praktische Temperaturanzeige des Deckels vereinfacht das Grilltiming, besonders wenn Sie indirektes Grillen bevorzugen. Er ist mit vier Edelstahl-Hauptbrennern ausgestattet, welche die große, zweiteilige Grillfläche mit den Maßen 77 cm x 42 cm schnell aufheizen. Auf dem Seitenbrenner können Sie unterschiedliche Beilagen und Desserts zubereiten. Hier kann auch eine köstliche Grillsoße köcheln. Die Seitenablagen bieten Ihrem Grillgut und dem Zubehör Platz zum Abstellen. Der Gasgrill Tino Red 4+1 macht auf der Terrasse, auf dem Balkon und auch im Kleingartenhaus eine gute Figur. Seine Gesamtmaße liegen bei 135 cm x 114 cm x 54 cm bei einem Gewicht von 32 kg. Hervorzuheben gilt es zudem, dass auch eine Grillspießauflage vorhanden ist. Wie bereits ausgeführt, lassen sich alle Brenner über eine sichere Piezozündung im Gang setzen. Im großen Unterschrank ist genügend Platz für eine Gasflasche mit 5 bis 8 kg. Sie wird von einem praktischen Flaschenhalter festgehalten. Unter der Grillhaube werden Temperaturen bis zu 400 Grad Celsius erreicht. Mit der starken Hitze können Sie den Grill bei der Reinigung ausbrennen. Zum indirekten Grillen sind diese Temperaturen natürlich viel zu hoch. Die Hitze lässt sich aber ohnehin sehr feingliedrig dosieren. Mit dem stabilen Grillwagen Tino Red 4+1 bereiten Sie Ihre Spezialitäten auf einer angenehmen Arbeitshöhe von 89 cm zu. Das Modell wird entweder mit Butan, Propan oder einer LPG-Mischung betrieben. Er wird Ihnen zerlegt nach Hause geliefert. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Dünne Bleche. Brenner heizen nur in Mitte und hinten. An den Seiten und hinten offen, Luftzug hemmt aufheizen. Empfindlich für Fingerabdrücke. Standardrost wird nicht heiß genug. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Geringer Preis. Cooles Design. Schnell aufgebaut. Einfache Reinigung. Einfache Handhabung. Viele Ersatzteile und Extras zukaufbar. Die Wärmeleistung ist gut. Das war mein Testbericht zum Tino Red 4+1 Gasgrill. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!